Hallo Lego-Freunde, schön, dass ihr wieder reinschaut bei Bricks for Joe. Diesmal habe ich wieder ein etwas älteres Lego Star Wars Set für euch mit tollen Figuren, sogar ein Poster ist dabei. Das ist die 75020 Jabba Sail Barge und das Set, das kam im Sommer 2013 schon auf den Markt. Hier bekommen wir insgesamt 850 Teile, darunter sind 6 Figuren, also 4 Figuren im Minifigurmaßstab, ein Droide, also R2-D2 und eine Großfigur, nämlich Jabba the Hutt. Dabei sind noch insgesamt 24 Aufkleber. Die Altersempfehlung von Lego ist zwischen 9 und 14 Jahren. Auf der Rückseite der Schachtel seht ihr schon alle Funktionen des Modells, die zeige ich euch selbstverständlich nach und nach. Die Schachtel selber finde ich aber auch sehr toll, denn die lässt sich noch nach oben hin aufklappen. Sowas sieht man bei Lego Star Wars Sets leider so gut wie gar nicht mehr. Hier seht ihr jetzt schon mal das komplette Set aufgebaut im Überblick, aber ich zeige euch natürlich wie immer erst einmal die Minifiguren und wir fangen schon hier mit der ersten an und das ist Max Rebo bzw. Max Rebo. Ihr kennt Max Rebo nicht? Hier! Der schärfste Sänger von Jabba dem Hutten wurde in die Luft gesprengt, aber sein Rock'n'Roll stirbt nie. Erleben Sie Max Rebo's Greatest Hits, including Warum sehe ich aus wie ein Elefant? Und oh, ich habe kein Elefantengedächtnis. Aber Spaß beiseite. Max ist natürlich kein blauer Elefant, sondern ein sogenannter Ortolaner. Aber dafür ist er wirklich ein begabter Musiker und spielt deswegen als Bandleader in Jabbas hofeigener Band, der Max Rebo Band. Die Figur gab es bislang auch nur hier in diesem einen Set. Der Kopf übrigens ist komplett aus hartem Gummi. Die nächste Figur, die ich euch zeigen möchte, das ist eine Weequay Skiff Guard. Und Weequay steht hier nicht etwa für den Namen, sondern für die Rasse. Und diese dienten hier für Jabba so als eine Art Leibwache. Und davon gab es ein paar. Und Weequays sind dafür bekannt, dass wenn sie fernab ihrer Heimat sind, sich jedes Jahr ein Zopf wachsen lassen. Und wie man hier gut am Hinterkopf der Figur und halt auch am Druck des Oberkörpers erkennen kann, sind es 3 Zöpfe, also 3 Jahre. Minifigur Nummer 3 hier mit den 3 Augen, das ist Reese und er gehört zur Spezies der Gren. Und im Gegensatz zu seinem Kollegen vorher zählt er nicht ganz so als zuverlässig, denn er ist ein Spieler, Trinker und ein Raufbold. Aber Jabba the Hutt findet ihn ziemlich witzig, denn er sorgt immer wieder für lustige Momente, wenn er mit seinen Kollegen einen Streit anfängt. Und genau wie bei Max vorher gibt es diese Figur nur hier in diesem Set und der Kopf ist ebenfalls aus Gummi. Weiter geht es jetzt hier mit einem alten Bekannten, der aber doch etwas anders aussieht. Das ist natürlich R2-D2 und der wurde auf Jabbas Wüstenschiff als mobile Bar bzw. Kellner eingesetzt. Aber die Gäste haben sicherlich keine Ahnung von dem kleinen Extra, was er noch im Inneren mit sich führt. Und so kommen wir auch schon zur Minifigur Nummer 5 und das ist selbstverständlich Prinzessin Leia Organa. Und genau wie im Film trägt auch die Minifigur hier das goldene sogenannte Sklaven-Outfit. Oh mein Gott, das kann man sich gar nicht mit anschauen. So, und hier haben wir jetzt auch schon die Minifigur. Wie man sehen kann, ist sie wirklich wunderbar und ich würde mal sagen einzigartig bedruckt. Der Druck setzt sich dann auch noch in Gold am Gummihaarteil fort und in der Mitte des geflochtenen Zopfes finden wir eine Aussparung für die Halterung der Kette und ohne schaut das Ganze dann so aus. Carrie Fisher bzw. Leia Organa guckt auf der einen Seite grimmig und auf der anderen Seite lächelt sie. Und die letzte Figur bzw. Großfigur hier, das ist selbstverständlich Jabba the Hutt bzw. Jabba the Hutte. Und um den Charakter 1983 in die Rückkehr der Jedi-Ritter ordentlich verkörpern zu können, war schon ein ganzes Team vonnöten. Unsere Figur hier, die besteht aus 2 größeren Teilen. Wir haben einmal den schneckenartigen Unterkörper und natürlich auch den Oberkörper. Den kann man übrigens drehen. Die Figur ist rundrum bedruckt, sogar ein Tattoo finden wir am rechten Arm. Und hier, wie ihr sehen könnt, in der Mitte befindet sich von Jabba ein blaues Technikteil. Und im Grunde besteht damit die Figur aus 3 Teilen. Die Arme kann man auch abmachen, aber das bringt eigentlich nichts, ähnlich wie bei Minifiguren. Ja, und hier nochmal zum Größenvergleich mit Leia. Das waren jetzt alle 6 Figuren hier aus diesem Set und so kommen wir schon zum eigentlichen Modell Jabbas Sail Barge. Das Modell ist 41 cm lang, ca. 13,5 bis 22 cm breit und hat eine Höhe von 20 cm. Diese speziell für Jabba the Hutts Bedürfnisse umgebaute ubrikianische Segelbarke wurde auch Kitana genannt. Damit das Modell nicht einfach nur auf dem Boden aufliegt, verfügt es hier an der Unterseite über insgesamt 8 Rollen ohne Gummi und damit kann man es am besten auf glatten Untergründen nur wenige Millimeter über dem Boden schweben lassen. Schweben kann es natürlich auch im Film, aber da über Tatooine-Dünen bis zu 10 Meter.
Das wohl auffälligste Merkmal von außen der Kitana sind wahrscheinlich ihre zwei großen Segel. Die halten an unserem Modell hier durch Technikachsen und Verbinder und natürlich das große Kugelgelenk in der Mitte. Die Segel selber, die bestehen aus so einer Art Folie, die ist bedruckt, also nicht aus Stoff. Das Einstellen und Positionieren der Segel funktioniert mehr oder weniger gut. Vorn das Kugelgelenk ist schön leichtgängig, hinten dagegen, das ist ziemlich störrisch. Und im Original haben die Segel sogar einen praktischen Nutzen. Sie schützen nicht nur vor der Sonne, sondern man kann, wenn man möchte, auch die 3x3 Kammer Repulsor Lift Antriebseinheiten abschalten und von 100 auf gemütliche 30 km/h wechseln, denn dann wird man nur vom Wind angetrieben. Bei der Produktion für die Rückkehr der Jedi-Ritter wurden insgesamt 3 Modelle der Kitana gebaut, 2 kleinere, aber auch eins im Maßstab 1:1 und das stand direkt in der Wüste von Arizona. Allerdings hat man hier nur die linke Seite fertig gebaut, die rechte hat man eh nicht im Bild gesehen. Dennoch ist es ein unheimlich eindrucksvolles Modell bzw. ein Set. Als nächstes möchte ich euch das Oberdeck etwas genauer zeigen. Das lässt sich einfach abnehmen und hier findet sich dann auch eine der wenigen Bewaffnungen. Das ist eine ME-7 Doppellaserkanone. Normalerweise sind diese Segelbarken eigentlich unbewaffnet und dienen mehr oder weniger als Luxusvergnügungsschiffe. Aber da so ein Gangsterboss auch Feinde hat, muss man sich natürlich schützen. Darum brachten Jabbas Handlanger hier auch Waffen an. Diese Lego-Kanone hier lässt sich um 360 Grad drehen und auch nach oben und unten bewegen. Diese komischen Shooter, die hier in der Mitte angebracht sind, lassen sich mehr oder weniger abschießen, also ich finde sie unnötig. Hier oben finden wir dann als Reling noch eines der seltensten Elemente und zwar diesen rotbraunen Schlauch. Der hat eine Länge von 28 Noppen, das entspricht 22,4 cm und den gab es bislang nur in 2 Sets. Das zweite Geschütz befindet sich ebenfalls am Oberdeck, ist allerdings an die Außenseite montiert, lässt sich aber auch wunderbar bewegen, sogar ein Griff für eine Minifigur ist dran. Dabei könnte es sich übrigens um eine GI-9 Personenlaserabwehrkanone handeln. Das wohl merkwürdigste Extra hier an diesem Set ist wahrscheinlich hier an der Front die ausfahrbare Kanone. Ist zwar cool gemacht, dass wenn man hier vorne aufklappt, dass hier eine Kanone rauskommt, man kann diese sogar herausnehmen und abfeuern, aber Sinn macht's leider überhaupt nicht. Die Kitana hatte in der Front nie eine Kanone drin, denn hier sitzt normalerweise die Cockpit-Steuerung und unten drunter sind die Energiezellen. Aber nun ja, was soll's. Es macht auf jeden Fall Spaß damit ein bisschen rumzuschießen und diese Kanonen sind selbstverständlich einfach nur Kult. Was wenig kultig ist, sondern mir persönlich auch sehr sauer aufstößt, das sind die ganzen Aufkleber. Alles, was ihr sehen könnt, vor allem sind die fast alle gleich, das sind alles Aufkleber. Und noch nicht mal die guten auf Folie, sondern diese komischen Papieraufkleber, die sich sicherlich nach einiger Zeit wieder lösen. Was soll man dazu sagen? Nee, sowas finde ich nicht schön. Nee, also wirklich wahr. Davon bin ich, also nee. Naja, schauen wir mal weiter. Hier jeweils links und rechts finden wir ein Steuerruder. Die kann man ein- und ausklappen und dadurch ergibt sich eine Gesamtbreite von 13,5 bzw. 22 cm. An den Außenseiten der Segelbarke finden wir verschiedene Fensterläden. Die kann man hoch und runter klappen, manche sind mit Aufkleber und manche ohne. Und das ganze Modell lässt sich natürlich auch aufklappen. Und wir schauen jetzt mal, was sich so im Inneren verbirgt. Wie bereits erwähnt, hat ja nun Jabba einige Umbauten an seinem Vergnügungsschiff hier vornehmen lassen. Hier zum Beispiel gibt es einen Lagerplatz für die Geschosse der Kanone, die es im Original gar nicht gibt. Hier dieser grün-rote Teppich, das ist der Platz für Jabba selber, denn die Figur nimmt im gesamten Schiff den meisten Platz ein. Und öffnet man hier an der Außenseite diese Fensterläden, kann Jabba sogar mehr oder weniger nach außen schauen. Weiter geht's jetzt hier hinten und da finden wir das Instrument von Max Rebo. Das Teil nennt man übrigens Rotballdüsenorgel und Max Rebo soll diese beherrschen wie kein zweiter und durch den eingebauten Drehteller hier kann man sie sogar einmal ringsherum drehen. Aber das Wichtigste für Jabba da hat ist neben der Musik natürlich das Essen und dadurch gibt es hier in der umgebauten Segelbarke die Kombüse, die einen Großteil des Schiffes einnimmt. Hier hängt links neben der Tür eine Pfanne, dann gibt es Fleisch und Fisch, unten drunter ist eine Kochstelle mit einem Topf, da brodelt irgendwas Blaues drin und dann gibt es noch diese Kiste hier. Die ist bedruckt, eine 2x2 Fliese und da steht in Aure Besch übrigens Lock drauf, was so viel heißt wie verschlossen und unten drunter noch ganz klein Lego und dann noch Jens. Und Jens nehme ich mal an, das wird einer der Designer sein und gleich daneben, da ist die Gefängniszelle. Aber diese Gefängniszelle könnte eventuell auch für Lebendfutter gedient haben als Käfig, denn Jabba hat bis zu 9 Mal am Tag gegessen und unter anderem natürlich auch Sachen, die noch lebendig waren. Und nun kann man genau wie im Film den Hutten selbst auf seine Gefangene aufpassen lassen. Dafür nimmt er hier diese Kette in die Hand und Leia kommt aus der Zelle frei und muss sich selbstverständlich neben ihm platzieren.
In die Orgel kommt selbstverständlich Max, um ordentlich Musik zu machen, und am Oberdeck finden wir dann R2-D2 sowie die beiden Handlanger von Jabba. Zum Größenvergleich hier auch ein Fahrzeug, was man auf Tatooine findet, den Sandcrawler die 75220. Bevor wir zur Bauanleitung kommen, möchte ich euch natürlich noch das Poster zeigen. Das hat eine Größe von 84,5 x 59,5 cm. Auf der einen Seite sehen wir die Szene aus dem Film mit dem Sarlacc und auf der anderen Seite sehen wir die ganzen Lego Star Wars Figuren, die 2013 so rausgekommen sind. Und so sind wir dann auch schon wieder bei der Bauanleitung angekommen. Die ist aufgeteilt auf zwei Hefte, ein Teiletrenner ist dabei und es gibt insgesamt 6 größere Bauabschnitte in durchnummerierten Tüten. In Heft 1 baut man die rollende Unterkonstruktion sowie das Interieur, in Heft 2 geht es dann um die Außenverkleidung sowie natürlich das Oberdeck mit den Segeln. Übrigens, die Segel in Dunkelorange gab es bislang nur an diesem einen Set. Weitere seltene Teile sind zum Beispiel die abgeschrägten 4x4 Eckteile in Rotbraun, die links und rechts vorne angebracht sind, oder auch dieses Dunkel Azur Eiscreme Teil, das gab es bislang nur in 3 verschiedenen Sets. Das war nochmal die Folie für die Segel und das war der aufgebrauchte Stickerbogen. Und auch wenn dieses Set vollgestopft ist mit lästigen Stickern, ist es für mich zumindest doch ein Stück Star Wars Geschichte und dass ich das aus Lego bauen kann, umso besser. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, hier habt ihr noch 2 andere von mir und ich bedanke mich bei euch natürlich wie immer für die Aufmerksamkeit und hoffe, ihr schaut mal wieder rein bei Bricks for Joe. Tschüss!